So, unsere Truppe ist inzwischen auf dem Weg nach Dollet. Ich habe die ganzen Guardian Forces und Zauber neu gekoppelt, damit man hier auch vernünftig arbeiten kann, weil Cypher ja nun gar nichts hatte. Der hat jetzt die Guardian Force Shiva. Und gerade angekommen, da stehen uns auch die ersten Dolletschen Soldaten gegenüber. Dolletsche, nicht Deutsche. So, wir ziehen mal gleich so ein paar Zauber von denen. Wenn das nur nicht immer so lange dauern würde. Kann nie schaden, ein paar mehr zu haben. Das waren dann auch schon die ersten. Nicht wirklich starke Gegner. Aber sie bringen wenigstens einigermaßen Erfahrungspunkte. Phönixfedern können wir auch immer wieder gebrauchen. Ich glaube, ich habe noch nichts vergessen. Bei wenigstens einem Charakter die Itemfähigkeit zu koppeln. Ach Blödsinn, was mache ich denn da? Ich wollte doch in die Abilities gucken. Nein. Der muss auf jeden Fall so bleiben. Den lassen wir auch so. Was kann denn das Cypher? Ach, das passt schon. Wir kriegen es auch ohne hin. So, nicht lang schnacken hier. Um die Bewertung, die ich schon so oft erwähnt habe, nicht zu versauen, werden wir hier mit niemandem sprechen, uns nur auf das Wesentliche konzentrieren, sprich die Kämpfe und das Erreichen des Turmes. Ein Hinterhalt und die Leute stehen trotzdem vor uns. Ach nee. Ich nehme natürlich das, was ich gekoppelt habe. Zwei weniger. Nicht gefunden, so ein Mist. Gleich sind wir am Marktplatz. Ja, das mag wohl sein. Ja, der tickt nicht richtig, genau. Das werden wir im Laufe des Spiels auch noch schmerzlich erfahren, dass der Kerl ein ganz, ganz großes Problem hat. Hau den Typen.
Also es wäre unglaublich gut gelungen, diesen Cypher sowas von unsympathisch dastehen zu lassen. Ich glaube kaum, dass es irgendjemanden gibt, der diesen Charakter wirklich mocht. Auch wenn er tierisch stark ist. So, wir gehen mal die Umgebung checken. Da hinten sehe ich doch schon was. Auch nett, wir gehen ohne ihn los, er ist trotzdem dabei. Keine Items, na gut, ich habe die Ability ja auch nicht gekoppelt, von daher ist mir das relativ egal. Ich rieche den Freund nicht mehr. Wir dürfen den Posten nicht verlassen. Mensch. Können wir mit Cypher reden? Ja. Ah, es hat begonnen. Der arme Hund. Dieser unglaublich große Mond. So. Mr. Ungeduld. Der Feind. Ja, auf dem Berg der Sendeturm. Wir gehen dahin. Ja, wir haben mal wieder keine Meinung. Wir machen das, was uns gesagt wird. Dass ich jeden hinterhältigen Feind besiegen kann. Das war's mal wieder. Ja, wir sind aus demselben Holz geschnitzt, aber wir sind für das Gute und Cypher halt nicht so wirklich. Mensch, ich hätte mir ein Buch kaufen sollen damals.
ab hinterher. Diese Brücke spielt auf dem Rückweg gleich auch noch eine ganz wichtige Rolle. Was bist du? Ach, dich sollen wir liegen lassen. Wie sieht es am Berggipfel aus? Ach, gute Aussicht. Leicht bewölkt, aber sollt. Ja, Monster sollen dort hausen. Ein ganz besonderes Haus da. Ja. Oh, eine kleine Schlange. Wer ist denn dran? Der hier. Die Draw-Funktion bringt jetzt auch nicht mehr. Das meiste Zauber haben wir wohl schon gezogen. Also, Angriff. Gucken wir doch mal, ob wir da eine Karte draus machen können aus dem netten Spielzeug hier. Nein, können wir nicht. Noch nicht. Das Cypher, die Gunblade einzusetzen, ist auch nicht wirklich einfach, da irgendwie sein Angriffsmuster mir noch nicht richtig schlüssig ist. Jetzt heilen wir uns mal so ein kleines bisschen. Kann ja nie schaden. Der hat noch nicht wirklich viel abbekommen, der wird wahrscheinlich als nächstes dran sein mit einwickeln. Zack, ja genau, gib ihm eins auf die Mütze. Das klingt nicht gut. Das schreit nach einer Statusveränderung. Dafür, dass diese Schlange kein Bossgegner ist, ist es doch ein sehr langwieriger Kampf. Na, endlich.
So, ist wohl ein Lauf los. Lauf, Forrest, lauf! Ach, das war's schon. Schade. Nee, doch nicht. Doch, nö. Zwei Schrauben erhalten. Naja, bei dem Viech war wohl eine Schraube locker. Das hat sich jetzt ja gelohnt. Ah. Warum nicht gleich so? Irgendetwas Großes muss da sein. Es gab so eine Art Erdbeben. Oder war es doch mit dem Angriff? Ja, wir beobachten erstmal. Was ist das? Wir reden über Träume. Er haut mal wieder ab, wie soll es auch anders sein? Ja, und was passiert nun? Wir bekommen Besuch. Die kleine tollpatschige Selfie. Ja, was nun kommt, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.